Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Man wundert sich, wie viele verschiedene Adventskalender es überhaupt auf dem Markt gibt und einer ist ganz weit vorne und zwar Douglas. Alto Belli, die haben noch einen Adventskalender rausgebracht. Zwei habe ich schon ausgepackt, das ist jetzt der dritte. Und ich glaube, es ist der letzte, den ich von Douglas auspacke. Aber ich weiß es nicht. Wenn die nochmal so einen Klopper auf den Markt hauen, dann werde ich wahrscheinlich nochmal zuschlagen. Denn das hier ist der Luxury Adventskalender. Wenn du mit mir zusammen wissen und erfahren möchtest, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mittlerweile macht es mir übrigens auch ein bisschen noch mehr Spaß und ich fühle mich auch etwas mehr weihnachtlich, denn es ist mittlerweile ganz schön kalt geworden. Wir haben den Kamin auch schon ganz gemütlich an, also es ist jetzt auch wirklich mein Dress, meine Mütze und mein Weihnachtspulli, den ich dir übrigens wie immer unten in der Infobox verlinke, ne? Passen jetzt auch endlich mal so ein bisschen zu den Temperaturen. Und ja, Douglas hat jetzt einen weiteren Adventskalender rausgebracht. Eine ganze Riege haben die rausgebracht. Und jetzt ist es hier der Luxury Adventskalender. Der kostet 39,99 Euro. Die haben auch einen Männer-Adventskalender rausgebracht, über den ich mich erst informiert habe und dann doch nicht geholt habe, weil mein Freund es einfach nicht braucht. Und nee, dann habe ich es gelassen. Und ja, der sieht deutlich hochwertiger aus als der andere Cube-Adventskalender, den ich ausgepackt habe. Genau, ja, ne? Den kann man irgendwie hochklappen und hat dann hier ein Spiegelchen mit drin und hat dann Kläppchen, die man hier vorne aufmachen kann. Tada! Sowas gab es, glaube ich, letztes Jahr auch schon in dem Design, sage ich mal. Da kannst du die Schubladen rausziehen, wo die Kläppchen drin sind. Hier oben sind Kläppchen, die man aufmachen kann und ja. Ich denke, dass es relativ wenig Sinn machen wird, den hinten hinzustellen, weil das ganz schön kompliziert wird, aber ich kann ihn ja mal exemplarisch hinten hinstellen, dass du siehst, wie das in einem Billigregal aussehen würde. Also die Seitenwände bleiben stehen, aber oben klappt es immer wieder runter. Das finde ich irgendwie auch ziemlich unpraktisch, ne? Ich meine, ja gut, wofür brauchst du da auch einen Spiegel, ne? Eigentlich. Aber gut. Ja, so sähe er quasi im Regal aus. Kann man immer die Schubladen so rausziehen, das ist schon ganz hübsch, ne? Hashtag Do It For You ist hier die Aussage des Luxury Adventskalenders. So steht es auf jeden Fall drauf. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ding doch einfach mal auf. Ach so, in der Umverpackung, da ist so ein Plastikfeed drumherum gewesen, stehen die einzelnen Produkte auch nochmal drin, dass man halt auch gucken kann mit den Inhaltsstoffen oder wie man das entsprechend anwenden kann. Und das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Okay, ich habe es gerafft. Und zwar kann man diese einzelnen Einlegeviecher rausnehmen und hat am Ende ein Make-up-Köfferchen, wo du auch Schmuck oder sowas reinpacken kannst, weil die Fächer dann frei sind und du hier dann drin so zwei Schubladen hast. Das ist mega geil. Guck dir das mal an. Du kannst es weiterverwenden. Das macht mich fertig, finde ich voll geil. Finde ich super praktisch. Und dann ist es halt auch echt schick, ne? Weil das ist dann schlicht und mega. Das freut mich. Das finde ich richtig klasse. Deswegen werde ich dieses Teil hier mal hinten in den Hintergrund stellen und habe jetzt vor mir einfach nur diese Einlegeviecher stehen. Es macht für mich einiges leichter und für euch einiges hübscher. Tada! Ich habe den Spiegel auch zum Stehen bekommen, indem ich den leicht so angedrückt habe. Dann hat er jetzt, ist er fixiert quasi. So, dann starten wir mal. Es gibt in diesem Video auch eine Verlosung, wie immer. Ne? Das wollen wir ja nicht unterschlagen. Ich habe gelernt, dass ich für diese Adventskalender eine Aufmachhilfe benötige. Dann nehmen wir doch hier als erstes mal die Nummer 1. Und die Zahlen sind sehr breit verteilt, sage ich mal, in dem Adventskalender. Also man muss dann auch wirklich jeden Tag suchen. Ja, hier haben wir auch schon die Nummer 1. Das ist vor allem nicht nur eine Aufmachhilfe, sondern auch eine Rausmachhilfe. Das ist eine Full-Size-Mascara. 5-in-1 Volumizing-Mascara, defines Curves, Lengthens, Thickens und Intensifies. Boah, die macht ja einiges, ne? Ich bin kein Mascara-Fan, ich bin ein Mascara-Freak. Ich habe viel zu viele Mascaren, aber ich mag's. Genau. Die sieht schick aus, ne? Das gefällt mir schon mal richtig gut vom Design her. Und das ist die Exception Eyes. Hat ein Gummibürstchen, das finde ich mega gut.
das halt so ein bisschen an eine Mascara von Chanel erinnern würde, sage ich mal. Riecht sehr angenehm, sehr dezent. Schöne Nummer 1. Hier ist die Nummer 2. Ja, das ließe sich dann tatsächlich auch echt schlecht öffnen. Oh. Ein Nagellack. Entschuldigung. Eieiei, der springt mich hier direkt an. Stay and Care Gel Nagellack. Gel Effekt Polish. Das ist die Farbe Take Me to Church. Oh Baby. Ja, ist so ein Rosenholzton, der eigentlich ganz schön aussieht, ne? Den finde ich auch ganz schick. Ja, ich persönlich habe sehr, sehr viele rote Nagellacke. Der hier wäre mir persönlich zu schlicht, deswegen geht er direkt in die Verlosung. Hier haben wir die Nummer 3. Was haben wir denn hier Feines? Vanilla Fun Color Balm. Okay, von welcher Marke bist du? Auch von Douglas, von der Eigenmarke. Okay. Ein Vanillebalm. Den lasse ich auch zu, das scheint ein Lipbalm zu sein. Ich weiß nicht, ob der nach Vanille duftet oder ob der wirklich gelb ist. Ich mag den jetzt echt nicht aufmachen, weil der noch verschweißt ist, ne? Deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal zu. Die Nummer 4, da löst sich schon die komplette Verpackung hier. Uiuiui, aufpassen. Oh, das ist super. Das habe ich bereits. Habe ich auch in Verwendung für meinen Toner tatsächlich. Ist richtig gut. Man kann es auch als Parfümzerstäuber nehmen oder so. Aber ich verwende es mega gerne für meinen Toner. Du hast hier einfach ein leeres Döschen, wo hier so ein Glas unten mit drin ist. Und das ist halt ein Zerstäuber. Und dann kannst du da deine Lieblingsflüssigkeit reinmachen. Entweder ein Hyaluronspray oder du machst da einen Toner mit rein oder sonst irgendwas. Und das kann man sich dann entsprechend auf das Gesicht sprühen. Und das ist total super. Oder du machst halt, wie gesagt, ein Parfüm damit rein oder wie auch immer. Richtig gut. Hatte ich auch schon mal in einem anderen Adventskalender mit drin. Und ja, das kommt jetzt mit in die Verlosung, weil ich habe ja schon einen Star, aber es ist mega gut. Ich kann es euch nur ans Herz legen, da wirklich euren Toner mit reinzumachen. So, so praktisch. Da passen, glaube ich, 10 Milliliter oder so rein. Und 1A, easy peasy Sonnenschein. Es macht einfach Spaß. Die Nummer 5 mutet schon wieder nach einem Nagellack an. Also dieser Kalender hat ja im Prinzip genauso viel gekostet wie dieser ganz klassische Douglas Collections Adventskalender. Und ja, es ist ein Nagellack. Das ist der Step 2 One Coat. Das ist ein Top Coat, der dann machen soll, dass dein Lack besser hält. Ich habe hier zum Beispiel keinen Top Coat verwendet und es war ein Fehler. Ich war gestern auf dem Oktoberfest in der Firma und ja, meine Nägel sehen furchtbar aus. Aber gut, morgen werden sie neu gemacht. Genau. Weil ich dir ja schon einen normalen Basecoat oder wie auch immer eine Farbe mit reingepackt habe, lege ich dir jetzt auch nochmal den Topcoat damit zu, weil sowas hilft einfach echt gut, ne? So, da sind wir auch schon hier bei der Nummer 6. Das ist Nikolaus übrigens, ne? Nikolaus muss meiner Meinung nach immer abgehen wie Schmidts Katze und da habe ich eine Moisturizing Snow Mask drin, 5 Milliliter. Das finde ich jetzt ein bisschen dröge für eine 6, muss ich gestehen, ne? So ein kleines Pöttchen da mit reinzupacken. Da bin ich doch vielleicht ein bisschen verwöhnt mittlerweile. Eine Schneeeffekt-Feuchtigkeitsmaske. Ja, es ist eine Maske. Ja, ich gehe auf Masken steil, aber ne? Das ist dann irgendwie schon so ein bisschen enttäuschend. Hier haben wir eine ganz kleine Nummer 7. Oh ja! Oh, die muss ich aber vorsichtig rausnehmen, denn das ist Glas. Und zwar ist das Douglas Clear Focus 1,5 Milliliter eine Ampulle. Und das kann ich wirklich euch ans Herz legen. Die Ampullen von Douglas finde ich wirklich gut. Die machen einen guten Job und die sind toll für die Haut. Also, ne, wenn man mal Ampullen testen möchte, müssen es nicht immer die ultra teuren Ampullen sein. Da kann man auch mal wirklich sich etwas günstigere holen, wobei die jetzt nicht so günstig sind wie die von Isana oder so zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch günstige Alternativen. Aber, ne, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also es scheint wirklich hier eine, also ich hätte natürlich gucken können, was da drin ist, was ich nicht getan habe, weil ich mich ja selber auch überraschen lassen will. Es scheint aber eine Kombination aus dekorativer Kosmetik und Pflege zu sein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hier haben wir die Nummer 8. Aber ich weiß nicht, bei Luxury Adventskalender hätte ich dann vielleicht doch so ein bisschen was anderes auch erwartet, muss ich gestehen. Aber na, man hätte es ja nachlesen können. Da bin ich ja selber mit bei. Hier haben wir nämlich, in der 8 eine Maske wieder drin. Und zwar die Anti-Aging Mask mit 12 Millilitern. Finde ich persönlich ganz gut. Ich mag ja diese Masken-Sachets von Douglas wohl. Aber man muss sie halt einfach mal verwenden. Ja.
Ich hatte irgendwie was anderes erwartet in diesem Adventskalender. Ich weiß auch nicht, aber ne, ist ganz nice. Aber jetzt kommt ja erstmal die Nummer 9 und dann gucken wir mal weiter. Und cool ist ja vor allem, dass du überhaupt so einen Aufbaugedöns behältst, ne? Und nicht am Ende einfach nur den zerfledderten Kalender da hast, sondern dass davon einfach was bleibt. Okay, hier haben wir eine von den bekannten Badebomben. Breath of Amazonia Fizzing Bath Cube. Das ist einfach ja, so eine Badetablette, die kommt mit in die Verlosung. Weil unsere Badewanne, die wir oben haben, ist ja nur theoretisch. Die ist ja mitten auf der Baustelle. Riecht aber wirklich angenehm. 10. Die Nummer 10 haben wir hier oben. Die ist lang und schmal. Ich hätte mir wirklich durchlesen sollen, was in dem Adventskalender drin ist. Denn es sind scheinbar ähnliche Produkte wie in dem, den ich schon aufgemacht habe. Und zwar haben wir hier einen Lip Liner mit drin. Den Longwear Lip Liner Ultimate in der Farbe Velvet Plum. Den gucken wir uns doch einfach mal an. Weil ich glaube, den hatte ich letztes Mal auch nicht behalten. Also ich weiß, dass ich den letztes Mal nicht behalten habe. Ich habe nämlich gerade auch nachgeschaut. Ja, ich mag diese Verpackung nicht. Ne? So sieht er befreit aus. Das ist halt so ein schöner zum Rausdrehen. Und die von Douglas, ja, die sind wirklich schön cremig und die halten dir auch echt lange. Ne? Also bis ich den Swatch nachher runterkriege, das wird dauern. Kann ich schon mal so sagen. Ja, ne, ist ganz cool. 11. Die haben wir hier oben. Das scheint ein Tübchen zu sein, denn die Größe, also die Form von diesem Ding sieht aus wie eine Tube. Ach guck, ja, jetzt kommen wir so langsam mal ins Eingemachte zu dem, wo ich dachte, dass es auch drin ist. Nämlich etwas größere Produkte von Douglas. Ja, es ist glaube ich jetzt alles von Douglas, ne? Aqua Focus Moisturizing Gel Cream Swiss Glacier Water and Prickly Pear. Ja, für feuchtigkeitsarme Haut. Das sind 20 Milliliter drin. Und das ist eine feuchtigkeitsspendende Gelcreme für das Gesicht. Ja, das ist doch schon mal ganz nice, ne? Das finde ich ganz gut. Kommen wir nun zur Halbzeit, welche sich über diesem Ding befindet, worin wir eben eine Ampulle gefunden haben. Eventuell gleiche Form, ähnlicher Platz. Sie hat recht. Es ist wieder eine Ampulle. Und zwar ist das der Perfect Focus, ja, auch wieder halt die Ampulle. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass es doch Sinn macht, dass ich dir einfach die zwei Ampullen, oh, die haben so einen schönen Schimmer übrigens mit drin, ne? Erinnert mich auch ein bisschen an eine von Barbour. Ich weiß nur nicht, wie die gerade heißt, irgendeine Glow-Ampulle. Ich packe die beide Ampullen auch mal mit in die Verlosung, weil dann kannst du es auch mal austesten. Und dann kannst du auch beurteilen, ob du es genauso cool findest wie ich. Das, meine Lieben, war die Halbzeit? Ich bin noch nicht so ganz glücklich zur Halbzeit. Es muss noch ein bisschen was kommen, deswegen machen wir jetzt mal die 13 ganz schön auf. Huch. Self-Tanning Concentrate, ein Selbstbräuner. Es gibt es jetzt ja immer mehr, ne? Dass du auch in Adventskalendern eben diese Selbstbräuner drin hast. Da sind 30 Milliliter mit drin. Und irgendwie, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr mir so viel Sachen von Selbstbräunerkram in die Adventskalender reinpackt, dann will ich es auch mal verwenden. Also jetzt nicht jetzt. Da brauche ich auch einen Handschuh und so weiter wahrscheinlich für. Riecht halt ein bisschen alkoholisch, aber naja, man muss es mal ausprobieren, denke ich. Ne? Muss man irgendwie hochdrehen und dann pumpen. Vermischen Sie zu Beginn der Anwendung 3 Tropfen. 3 Tropfen, okay, des Selbstbräunerkonzentrats mit Ihrer gewohnten Gesichts- oder Körperpflege. Ja, dann alles verteilen und dann nur noch 2 und so weiter. Und dann langsam bräunt man sich dann. Werde ich mal austesten. Ich glaube, das werde ich echt mal testen. Ein Bein mit, ein Bein ohne. Wenn ich das schön im Winter mache, dann sieht auch kein Mensch meine Beine. Dann kann ich diesen Selbsttest wundervoll machen, oder? Ich teste doch so gerne Dinge. Und dann kann man sowas doch auch mal testen. So, die Nummer 14 sieht schon wieder aus wie ein Nagellack. Das wäre jetzt schon der 3. Nagellack hier drin. Aber der ist schön. Kriegt man schwer raus, aber er ist schön. Ja, doch. Ne? Das ist eine coole Farbe. Das ist die Farbe Crazy Ghost. Das ist witzig. Okay, ja. Ne? Die Farbe werde ich behalten. Mache ich mir jetzt gerade einfach mal nicht drauf, weil ich habe jetzt ja Nägel drauf und ich will gleich duschen und das ist mir alles irgendwie viel zu anstrengend gerade, das jetzt noch drauf zu machen. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Und deswegen lasse ich es einfach oder mache ich mir den doch drauf. Nein. Den mache ich jetzt nicht drauf. Genau, und dann, ich habe nämlich noch einen anderen und den möchte ich dann miteinander vergleichen. Und dann vergleiche ich die sowieso noch miteinander. Das macht dann mehr Sinn, wenn ich dann auch unlackierte Nägel habe. Genau.
der bzw. die zwei, von denen ich gerade gesprochen habe, sind diese zwei. Das ist einmal von I Heart Nail Geek oder so, so heißt der. Den hatte ich mal in einer Surprise Box von Cosmetic for Less drin. Und der Wet n Wild One Step Wonder Gel, den habe ich auch. Und das ist halt ne alles so Korall und der andere jetzt auch. Muss getestet werden. Eigentlich wollte ich die beiden jetzt morgen so zusammen mal testen und jetzt kommt der auch noch mit ins Spiel. Komm, was soll's. Weil ich mache das immer, wenn ich dann so ähnliche Lacke habe, die ich aber von der Farbe her geil finde, dass ich dann halt so eigentlich an den Füßen, ne, einen mache ich so, einen mache ich so und dann gucke ich, was hält länger, was finde ich schöner vom Auftrag und so. Und einer kommt dann immer weg. So, jetzt kommen wir mal zu 15. Auch da scheint eine große Tube drin zu sein, was ich toll finde. Ja, 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 Age Focus, Instant Wrinkle Filler, Elbrows and Beach Butt. Das ist ein Faltenfüller mit Alpenrose und Beachbutt. Ja, 15 Milliliter sind da drin. Okay, also du machst es dir dann wirklich nur da drauf, wo du Falten hast. Also im Prinzip müsste ich das dann so ein bisschen auf die Stirn machen. Oder hier bei den Augen, bei meinen schönen Lachfalten, sage ich immer so fein dazu. Andere sagen Krähenfüße, ich sage Lachfalten. Und da muss man das sanft eintapern. Da gibt es auch ein alternatives Produkt, das sehr, sehr teuer ist. Ne? Instant Age Back heißt das, glaube ich. Und ich denke, dass das hier quasi dann das Dupe dazu ist von Douglas. So, wir sind bei Nummer 16 angekommen, welche sich hier befindet und wieder aussieht wie ein Badefizzer. Das ist ein Fizzing Bath Cube, eine sprudelnde Brausetablette Sea Thalasso. Okay, das ist diese hier. Die ist dann etwas frischer vom Duft her. Ja, etwas aquatischer, ne? 17 ist hier und die sieht schön groß aus. Oh, wenn du dann ein Kläppchen schon mal aufwartest, dann kannst du dann im Anschluss direkt das nächste öffnen. Das finde ich sehr angenehm. Oh, das ist toll. Das ist ein Gentle Make-up Remover für Augen und Lippen. Und den werde ich jetzt mal mir gönnen. So ein Zwei-Phasen-Ding. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sieht, aber da sind zwei Phasen drin. Da muss man den erst schütteln und dann kann man sich damit entsprechend abschminken. Für so ein Make-up kann ich das sehr gut gebrauchen, weil wasserfeste Mascara, krasser, dicker Lidschatten-Look mit der Disney-Bell-Palette geschminkt übrigens und dann noch so ein krasser roter Lippenstift, da brauchst du hartes Zeug. Die Nummer 18. Jetzt wird's groß. Richtung Weihnachten kriegen wir jetzt die großen Kläppchen. Das finde ich wundervoll. Mensch, ja, ich sehe es gerade. Toll. Oh, herrlich. Oh, hä? Das ist für Augen und Lippen Gentle Make-up Remover. Und das ist Make-up Remover Micelle Water für Face and Eyes. Okay. Den hebe ich mir für eine Verlosung für demnächst mal auf. Micellenwasser möchte ich nicht mehr so unheimlich gerne verwenden. Ich habe gelesen, dass es einfach nicht so gut sein soll, Micellenwasser zu verwenden, jedenfalls nicht für die Haut. Deswegen tue ich es nicht und ja, versuche jetzt einfach nur ganz normale Make-up-Entfernungsprodukte und normalen Toner oder Rosenwasser oder sowas zu verwenden und mir nicht mehr selber Micellenwasser zu holen. Ja, genau, so ist das. 19. Die Nummer 19 haben wir hier oben. Hydrating Water, Swiss Glacier Water and Prickly Pear, das wie eben das auch schon war. Das ist auch für trockene Haut und das ist dann wahrscheinlich einfach ein Hyaluronwasser, nein, feuchtigkeitsspendendes Pflegewasser, doch. Sowas könntest du dir tatsächlich dann in deinen Sprüher reinmachen und dir auf dein Gesicht sprühen. Und deswegen, weil das gut zusammenpasst, bekommst du das. So, wenn ich hier jetzt die Nummer 20 rausnehme, ist diese Schublade leer. Und das sind halt Kläppchen, die du abreißen musst und nicht aufklappen kannst, ne? So sieht das dann quasi aus, wenn alles ab ist. Also, ja. Müll. Genau, da haben wir The Spirit of Asia Goji Berry and Bamboo Milk, also mit Goji Beere und Bambusmilch, eine Handcreme. Die ist noch zu. Ich weiß nicht, wie sie riecht. Ich kann es nicht so gut durchriechen. Ui, die Nummer 21 ist riesengroß. Da ist doch bestimmt irgendwie eine Tuchmaske oder irgendwas Schweres oder so drin. Ich weiß es nicht. Wir müssen es aufmachen. Dann wissen wir es. Hallo? Oh, das wusste ich ja gar nicht, dass sowas... Oh Gott. Oh, das muss ich erstmal rauskriegen hier. Muss man von hinten drücken, dann geht's raus. Okay, ja, krass.
künstliche Wimpern, ne? Ich wusste gar nicht, dass Douglas auch künstliche Wimpern quasi hat. Vor allem in einer so wunderschönen Verpackung. False Eyelashes Glue Included Natural, also richtig natürliche Wimpern. Das ist mit so einem durchsichtigen Wimpernband, das sieht echt schön aus. Wow. Also würde ich sowas tragen, würde ich die gerne tragen. Und das ist halt so ein magnetischer Verschluss und dann hast du hier die Wimpern drin. Finde ich richtig klasse. Das ist ein tolles Produkt. Das hat man gerne im Adventskalender, oder? So, die Nummer 22 ist hier und sie ist länglich. Das ist ein Lippenstift. Wer hat noch keinen Lippenstift drin? Ja, so ähnlich, ne? Das ist ein Ultimate Matte Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Helen of Troy. Ich finde den ziemlich cool. Ich habe auch noch nie von Douglas einen Liquid Lipstick gehabt, aber ich habe so viele rote Liquid Lipsticks. Den werde ich nicht behalten, den werde ich nicht jetzt verlosen, den werde ich demnächst mal verlosen. Muss mich immer zügeln hier. Die Nummer 23 ist hier auch das letzte Aufreißding. Ist ja in dem Sinne kein Kläppchen, weil man es nicht aufklappt, ne? Man reißt es nur ab. Das letzte Fach vielleicht. Das ist ein Intensify Eye Pencil. Oh, mit Pencil Sharpener, also mit Anspitzer quasi mit dabei. Und das wird dann wohl ein Eyeliner sein. Ein Eye Pencil Kajalstift. Jo, welche Farbe bist du? Ultra Black. Okay, guck. Ziemlich cool. Kann man immer gut gebrauchen, oder? Ja, also ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich oft solche Produkte mit drin gehabt. Da muss ich einfach mal gucken, ne? Ob ich den jetzt öffne oder nicht, weil der ist jetzt halt noch komplett zu. Ich habe so viel offen gerade, den lasse ich jetzt auch erstmal zu. Praktisch ist wirklich, dass es mit einem Anspitzer ist. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Hier haben wir jetzt die Nummer 24 drin und ich hoffe, sie ist ein Knaller. Ich mache die Augen zu und du darfst zuerst gucken. Oh, ja! Das ist echt ein Knaller. Wie geil, die My Glow Palette. Face and Cheeks Highlighters. Ach, wie geil. Das finde ich jetzt total super. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe echt geschafft, mich nicht zu spoilern, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Oh, geil. Komm raus. Wie man sieht, ich mag Highlighter. Ich habe jetzt den von Maxim Giacomo gerade drauf, ne? Der hat ja einen neu rausgebracht. Oh, ist die schön. Die ist schön. Hast ja auch so einen Minispiegel oben mit drin. So, schöne Farben jetzt schon hier so drin, ne? Natürlich muss ich die ausprobieren. Ich meine, wo sind wir denn hier? Oh, oh, es ist schön. Ja, ja. Es ist eine Wucht. Ja, 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 ja. Also im Prinzip drei Highlighter und ein Blush. Und ein Bronzer-Topper oder wer wild ist, trägt den auch wirklich als richtig Bronzer-Ton. Ne? Wundervoll. Wundervoll. Ja, absolutes Highlight. Ja gut, dieser Adventskalender ist definitiv anders als der, den ich vorher mit euch geöffnet habe. Den für, ich glaube, 29,99. Also die 10 Euro Unterschied, die merke ich jetzt auch definitiv anhand der Produkte. Und ich blende auch hier mal den kompletten Wert der Produkte aus dem Adventskalender ein. Ich rechne das ja immer so runter auf die halt ne, Milliliteranzahl oder Grammanzahl in den Produkten. Natürlich, kleine Größen sind meistens auch immer etwas teurer als große Größen. Wenn mir aber nichts anderes als Vergleich zur Seite steht, muss ich mich natürlich an dem orientieren, was da im Online-Shop als zum Beispiel 30 Milliliter abgebildet ist. Und wenn ich 15 Milliliter drin habe, mache ich einfach durch zwei. Ne? Genau. Und hier kann ich einfach ja von Douglas aus dem Online-Shop die Preise nehmen. Wahnsinnig coole Produkte. Doch, anfangs dachte ich erst so, oh nein, bitte nicht. Das sieht alles so, so ähnlich aus. Aber jetzt, geil. Du bekommst übrigens auch noch in die Verlosung die Moisturizing Gel Cream mit rein. Die Aqua Focus Creme mit 20 Millilitern. Das hatte ich eben ganz vergessen zu sagen. Ne? So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich finde den Kalender richtig geil. Richtig geil, mega cool, genau. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreib du mir doch mal in die Kommentare, ob du schon irgendeinen Adventskalender gekauft hast. Falls nicht, welchen du dir wünschen würdest oder welchen du dir wünschen würdest, welchen ich nochmal zeige hier auf YouTube. Fände ich voll interessant. Und ansonsten würde ich einfach sagen,
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!